Fantasy Build this area, das ist richtig. Kostet 20.000. Damit ist das Geld wieder weg, ne? Unlock. Ich glaube, die Straßen wird er wahrscheinlich auch nicht wieder zu Ende bauen, oder? Weil das Geld zu wenig ist. Ja. Jetzt ziehen wir hier rüber. Und da ist das Geld alle. Aber nur für einen Moment ist das Geld alle. Ja, kleiner Bug im Spiel. So kann man alle also ins Minus gehen, indem man schneller ist, aber ich habe jetzt wieder Plus. So, dann haben wir jetzt die Straße gebaut. Oder, naja, wir sind dabei, die Straße zu bauen. Das heißt, mehr Kunden, mehr Kohle, kann allerdings auch bedeuten, mehr Stress. Wir werden sehen, ob Captain Kloke mit diesem Stress umgehen kann. Aber er ist eigentlich Profi in allem, was er macht. Und jeder, der was anderes behauptet, der lügt einfach. Ja, das ist einfach so. Dann warten wir nur noch bis die Straßen. Dann machen wir alles voller Parkplätze. Es kann schon ein bisschen dauern, ne? Wir haben ja auch, ich will auch nicht mehr Leute einstellen, weil die kosten ja alle Geld. Wenn ich mir so überlege, dass das Bowling Center Minus macht, ja? Warte, der Tag ist auch wieder rum. Wie sieht's denn eigentlich aus? Bowling Alley. Wir waren mal bei minus 100%, oder? Jetzt machen wir jetzt noch weniger, noch mehr Minus. Das kann doch gar nicht sein. Also einer kommt da ganz gut klar. Ich habe so das Gefühl, dass man gerade Leute wegschicken kann, das sein. Dass wir einen weggeschickt haben. Ja, wir haben zu wenig Bowlingbahnen. Aber wir haben auch keinen Platz. Jetzt ärgere ich mich schon wieder, dass ich das Restaurant da oben ausgebaut habe. Ist natürlich die Frage, ob die zwei Handeln jetzt genau das ausmachen, dass wir hier Profit schieben. Weiß auch nicht, wir kriegen, glaube ich, auch nicht das Geld zurück, wenn ich jetzt die Automaten wegräume. Dann könnten wir auf jeden Fall noch eine Bahn hinsetzen. Wir machen das einfach mal. Moment ist es ja nicht so, dass wir großartig sparen müssen. Das heißt, wir removen jetzt die Objekte, was sehr, sehr traurig ist, weil das ja waren teure Objekte. Aber ich sehe jetzt keine andere Möglichkeit. Und ich hätte das Ganze wahrscheinlich immer noch um einen Kästchen runtersetzen müssen, dann würde ich da wahrscheinlich noch eine weitere, also zwei Bowlingbahnen hinbekommen. Aber das war nicht gut bemessen von mir. Aber wir können ja Trick 17 anwenden. Und zwar, Moment, ich muss wieder ranzoomen. Ich versuche es jedenfalls. Tut mir leid, aber es ist echt schlimm. So, nee. Weiter runter. So, okay. Und zwar, dass ich jetzt hier praktisch die Wand hinsetze und dafür hier mit entferne. Das könnte interessant werden. Dann könnte ich hier aber zwei Bowlingbahnen noch hinsetzen. Ne, das Geld kriege ich nicht wieder von denen. Also, glaube ich nicht. Sieht nicht so aus. So, meine Arbeiter haben Feierabend. Nein, die gehen von der anderen Seite ran. Ihr wollt mich veralbern, oder? Was ist das für eine Wegfindung? Da macht er erstmal eine Aufgabe. Muss ich mich denn hier um alles kümmern? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, das ist das. Jetzt müssen wir das Bowling Center vergrößern. Diese Bowling Alley. Müssen wir hier vergrößern. Das hat ja geklappt, ne? Okay, es hat tatsächlich funktioniert. Und jetzt können wir noch bei den Objekten. Bowling waren wir irgendwo unten hier. Bowling Lane. 8000.
können wir uns zum Glück leisten. Einmal und zweimal. Wow. Dann haben wir 6 Bahnen. Kostet die eigentlich was? $10 am Tag. Gut, ich glaube, damit sind wir gut aufgestellt. Ich wollte jetzt ein Stück rauszoomen, aber offensichtlich will er jetzt reinzoomen. So. Also wahrscheinlich wieder die Restaurantmeldung. Okay, dann müssen wir jetzt wieder auf Umsatz warten. Wir werden der gestrige Profit nur 15.000. Wir machen ständig Minus, oder? Wir machen ständig Minus. Gut, dann lassen wir das jetzt einfach mal laufen. Und hoffen auf bessere Zeiten. Für die Geschäfte von Knorke und Co. So, jetzt kommt keiner mehr bowlen. Ja, jetzt habe ich das Ding ausgebaut, jetzt kommt keine Sau mehr bowlen. Wollt ihr mich veralbern? Ah, okay. Vielleicht ist auch die Uhrzeit nicht so prickelnd gewählt. Wie lange haben die eigentlich offen? Wie lange hat unser Bowling Center eigentlich offen? Von 9 bis 17 Uhr. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof. Ich glaube, abends kommen die Leute eher zum Bowlen, oder? Weil bis 17 Uhr ist ein bisschen... Ich glaube, das ist eine Fehlentscheidung. Das Ganze von 9 bis 17 Uhr zu öffnen. Ich werde mal noch jemanden einstellen. Stopp. Und zwar fängt der um 16 Uhr an. Und dafür haben wir aber bis Mitternacht offen, Freunde. So, ich hoffe mal, das funktioniert jetzt besser. So, jetzt steht schon minus 39%. Okay, die 2 Bahnen haben sich scheinbar gelohnt. Hätte vielleicht auch eine gereicht. Was liegt denn hier noch? Ist das hier ein Schatten oder was ist das hier? Ist das hier ein Bug? Ist egal. Hauptsache, die Bahnen werden besetzt. Und, oh, die Öffnungszeiten passen schon. Die ist schon auf Arbeit gekommen. Das ist sehr schön. Vielleicht machen wir dann jetzt endlich mal tatsächlich Profit. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich den Tag abwarten, bis der mir ein neues Ergebnis zeigt. Hoffe ich. Weil der kann ja nicht früher morgen wissen, wie der Tag endet, oder? Ja, theoretisch schon. Er berechnet das wahrscheinlich vorher, wer so alles kommt. Okay, wir haben einen Nachtbowler. Einsam und verlassen. Die einsame Kartoffel. Sie spielen allein. Ganz allein. So, wir haben Minus gemacht. Minus 83%. Weil wir jetzt auch den Lohn bezahlt haben, ne? Denke ich mal fast. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Gucken wir gleich nochmal nach. Ich will mal gucken, wie weit wir eigentlich mit der Straße sind. Ja, die ist noch nicht fertig. Aber ich denke, wenn die fertig ist, dann kriegen wir auch mehr Kunden. Das könnte unser kleiner Gewinn werden. Ne? Könnte. Und darauf zähle ich. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Captain Knorke. Ihr Mann. Für Let's Plays. So. Okay. Kommt die Ablösung, Freunde. Fehlt nicht mehr viel. Ich warte gespannt. Das funktioniert bestimmt. Jetzt sind noch zu wenig Parkplätze da. Nee. Die Straße ist damit fertig. Das heißt, wo läuft der denn hin? Seht ihr noch irgendwas? Die Straße wird doch... Hä? Wo willst du denn hin? Jetzt läufst du wieder zurück. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt auf jeden Fall mehr Kundschaft. Mehr Kunden, Freunde. Mehr Kunden. Jetzt geht's ab hier. Jetzt muss der Umsatz aber richtig kommen. Oh, jetzt haben wir schon eine zweite Meldung. Was ist los? Was ist los? Parking?
Customers can't access the center because there are no available spots on the parking lot. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den Parkplatz mal voll kriegen. Offensichtlich ist dem so. Also ob ich es geahnt habe, ne? Ich habe doch gerade noch was erzählt von Parkplätzen, ne? Wir haben 10.000. Roadwalk. Customer Parking. Also ich könnte natürlich hier oben welche hinsetzen. Ich weiß aber nicht, ob das hier so nutzvoll ist. Wir bauen die aber einfach mal. Ziehen wir hier unten noch eine Parkingzone rein. Hier drüben noch. Ja, ist die Frage, wie machen wir das jetzt noch weiter? Hier drüben können wir vielleicht noch. Can't overlap with buildings. Hier ist doch gar kein Building. Ja, das ist natürlich. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir tatsächlich Parkplatzmangel haben könnten. Okay, Toiletten werden auf jeden Fall genutzt. Als nächstes wäre wahrscheinlich tatsächlich erstmal noch ein kleines Restaurant. Das Kino. Ein Kino hätte ich ja auch ganz gerne. Achso, Bowling Center. Wir gucken mal. Manage. Bowling Alley. Minus 83%. Warten wir ab, wie es am nächsten Tag ist. Es ist auf jeden Fall voll. Und wir müssen tatsächlich schon wieder welche nach Hause schicken. Das ist unfassbar. Das Bowling Center ist zu klein, Freunde. Das Bowling Center ist tatsächlich immer noch zu klein. Und was ist denn das jetzt hier? Ehrlich? Es ist 21 Uhr. Wow. Einen Moment. Hier fehlt ein Mitarbeiter. Eine Kasse ist nicht besetzt. Warum? Sollte ich vielleicht für jede Schicht noch einen extra Kassierer einstellen? Ist da jemand krank? Geht das? Kann das sein? Und wir haben es 21.20 Uhr. Was zum Henker? Und eigentlich sollten die doch alle entlassen. Ach ne, der Laden hier unten hat zu, ne? Ich hab's ja geahnt, ne? Mehr Kunden, mehr Stress. Ich stelle jetzt einfach für jede Schicht noch einen weiteren ein im Lebensmittelgeschäft. Weil ich sehe jetzt keine andere Möglichkeit. Ja, stimmt. Durch diese Straße haben wir jetzt natürlich Zugriff auf mehr Leute. So, Pause. Du fängst 0 Uhr an. Okay, haben wir schon. Nächster Kassierer. Das bist du. Nee, du. Und du fängst 8 Uhr an, mein Freund. Sodass jede Schicht noch einen extra Kassierer drin hat. Jede Schicht hat einen extra Kassierer. Ich hoffe, das wirkt. Gehen wir wieder runter zu unserem Bowling Alley, weil ich möchte ja wissen, ob sich das jetzt positiv auswirkt. Wenn das wir Leute wegschicken müssen, ist eine Sache, aber trotzdem, wenn es immer voll besetzt ist, dann müsste das doch theoretisch auch funktionieren, dass wir ins Plus kommen mit der Bowling Alley. Ansonsten ist das natürlich verbuggt, ne? An mir kann es nicht liegen. Minus 23%, es sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Ich würde sogar behaupten, wenn wir noch eine weitere Bowling Alley hätten,